Und damit willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Wir sind an der gleichen Stelle, wo wir in der letzten Episode aufgehört haben. Und wir sollen mit Ominis reden. Und so wie der letzte Brief da gewesen ist, erwarten uns da ein paar interessante Aufgaben. Die Stimme ist uralt. Unheimlich. Will ich jetzt nicht. Du hörst eine Stimme? Es fing an, als du das Relief repariert hast. Ein Flüstern, das sagte, sprich mit mir. Ich bin ein Parsemund. Das heißt, ich kann mit Schlangen reden. Nahezu jeder bekannte Parsemund stammt von Salazar Slytherin ab. Könnten doch nur alle Slytherins mit Schlangen reden. Diesen Wunsch solltest du überdenken. Die Parsesprache wird oft mit schwarzen Magiern assoziiert. Ich habe sie ewig nicht gesprochen, aber ich denke, wenn ich es tue, wird sich die Tür öffnen. Ich hoffe, du überdenkst das noch einmal. Ich überdenke das sehr viel. Ja, glaub mir, das tue ich die ganze Zeit. Doch ich bin überzeugt davon, dass wir weitermachen sollten. Als ich von zu Hause wegging, schwor ich, die dunklen Künste hinter mir zu lassen. Doch hier bin ich nun. Vorsicht. Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Es hat geklappt. Ominous, das ist wirklich geil. Eine herausragende Fähigkeit. Neben euch beiden fühle ich mich ja richtig unscheinbar. Neben uns beiden? Ich... vergiss es. Schlangending? Wie in einem Labyrinth. Konflinko! Slytherin wollte bestimmt, dass es schwer lösbar ist. Die Tür, aus der wir kamen, ist zu. Und vor uns liegt mehr als ein Tor. Untersuche jedes Tor genau auf Hinweise. Ja, mach ich schon. Salazar Slytherin hat sein Skriptorium tief im Inneren von Hogwarts verborgen. Ich fürchte, auf diesen dunklen Korridor und die Orientierung zu verlieren. Ich bin seine Nachfahrin und fühle mich doch wie ein Fremdkörper. Die Kohlebecken im Korridor zu entzünden hilft wenigstens ein wenig. Ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Herausforderung für Herausforderung werde ich es hier hindurch schaffen. Dieser Tagebucheintrag spricht von Verirren und sich unwillkommen fühlen. Das verlangt Konzentration. Das hat Tante Noctua auch gesagt. Vielleicht braucht es Übung. Was? Auf was musst du eingestellt werden? Ich habe doch keine Ahnung, auf was du eingestellt werden musst. Oh. Salazar Slytherin hat es uns nicht leicht gemacht. Auf was musst du eingestellt werden? Welchen Symbolen? Wo siehst du Symbole? Ach, da. Komm mal, wollen wir das mal kurz heller machen? Warum ist hier keine Fackel? Also... irgend so ein Dreieck und... was soll das da oben sein? Ach, ich super hätte. Ich könnte eigentlich auch Lumos verwenden, ne? Lumos. Irgendetwas, was mich erinnert wie ein Schwein oder sowas? Also unten das Dreieck und... ja, okay. Können wir schon hinkriegen. Okay, F nutzen. Okay, wir haben's. Mit den richtigen Symbolen geht es auf. Das hatte ich auch gerade vor. Lumos. Aber du warst schneller. Gute Arbeit. Wieder Symbole. Dreieck, Kreis. Okay. Oh, Nachricht 4. Es ist ganz außergewöhnlich, diese Reise ist sehr schmerzlich, aber es lohnt sich. Bald werde ich das Skriptorium finden und nie geahnte Geheimnisse über unseren Hausgrund entdecken. Salazar Slytherin hatte für uns größere Pläne als das, was aus uns geworden ist. Ich bin mir sicher. Noctua erwähnt schmerzhafte Herausforderungen, aber auch Belohnungen. Schmerzhaft. Der Teil gefällt mir nicht. Ich habe nur Belohnungen gehört. Los, weiter. Muss ich das nochmal machen? Kreis und Dreieck da. Es gibt noch mehr Rätsel. Durchsucht jeden Gang. Seht genau nach, welcher wohin führt. Kann ich nochmal nutzen? Nee, kann ich nicht. Vielleicht mit Rebellion?
da? Lumos. Nach hinten. Hä, wie komme ich denn da hin? Lumos. Revelio. Hä? Es ist irgendwie auf der anderen... Ach, da. Kreis und Schlange. Noch ein Tor. Slytherin trinkt wohl gerne Schlange. Kreis, Schlange. Muss in der Familie liegen. Du musst gerade reden, Sebastian. Moment, war der Kreis oben? Kreis, Schlange. Nice. Das klang vielversprechend. Lumos, noch ein Rad gelöst. Beeindruckend. Gut gemacht. Ah, und jetzt hier das andere. Es war Dreieck und Kreis, glaube ich. Noch eins. Nicht gerade gastfreundlich, was? Dreieck da unten. Nee. Ah, doch, jetzt. Nice. Gute Arbeit. Wir sind dem Skriptorium und der nächste Brief. Einen Schritt näher. Ich bin in dem Rad gescheitert und es hat nach meinem Gesicht geschnappt, als wäre es eine echte Schlange. Aber meiner Familie willen muss ich dennoch einen Weg finden. Wir dürfen nicht länger von Kindern verlangen, sich diesen alten Traditionen unterzuordnen. Ich bin mir sicher, dass es im Skriptorium Beweise dafür gibt, dass unsere Vermächtnis größer ist, als wir wissen. Ominous, deine Tante wollte eure Familientraditionen ändern. Ja, genau. Deshalb hatte ich sie von allen am liebsten. Hat's vergessen, den Timer anzumachen. So. Da geht's raus. Lumos. Ich habe da vorne was gesehen. Sieht unheimlich aus. Dieser Ort ist beunruhigend. Aber meiner Tante zuliebe müssen wir weitermachen. Ich kann mich nicht bewegen. Wir sind wohl eingesperrt. Mal wieder. Oh, dann ist Salazar Slytherin noch nicht fertig. Oh no. Sammeln. Ich habe alle Hoffnungen verloren, ich bin eingeschlossen. Ein Schrei und der Anblick gemarterter Gesichter haben mir das Blut in den Venen gefrieren gelassen. Nur ein unverzeihlicher Fluch würde es mir erlauben, voranzukommen. Selbst wenn ich ihn wirken wollen würde, hätte ich kein geeignetes Opfer bei mir. Salazar Slytherin hat eine wahrhaft teuflische Prüfung erdacht. In meiner letzten Nachricht an meinen Bruder habe ich ihn hierher eingeladen. Sucht er jetzt alleine nach mir, führt ihn das nur ebenfalls in den Tod. Trotz unserer Streitigkeiten will ich nicht, dass ihm etwas zustößt. Ich wünsche, wir wären nicht im Streit auseinandergegangen. Ominous. Müsste dann nicht irgendwo ihr Leiche sein? Ein Skelett. Wo? Und Noctuas letzter Eintrag. Da. Sie erwähnt, dass sie hier gefangen war. Gefangen von einem unverzeihlichen Fluch. Hier ist sie gestorben. Und hier werden wir auch sterben. Ich hätte nicht auf euch hören sollen. Ominous, das mit deiner Tante tut mir sehr leid. Aber ich weiß, was zu tun ist. Das wird gar nicht einfach. Du tust das aber nicht, was du tust. Gequälte Gesichter auf der Tür und in den Stein ist Crucio eingraviert. Ich vermute, die Tür öffnet sich, wenn wir den Cruciatus-Fluch wirken. Deshalb ist Noctua gestorben. Sie konnte den Fluch auf niemanden wirken. Ominous hat die meiste Erfahrung damit. Er sollte es tun. Du scheinst in Ominous Gunst zu stehen. Kannst du ihn fragen? Ganz schlechte Idee, aber gut. Ich rede mit ihm. Auf dich scheint er ja nicht gut zu sprechen zu sein. Gut. Tu, was nur du tun kannst. Das endet hätten hier nicht wir doch gut. Nur flüssiges Glück. Das hätte alles nicht sein müssen. Ominous. Ich dachte nicht, dass wir in so einer Zwickmühle landen würden. Salazar Slytherin schon. Er ist für viele unvorstellbare Dinge verantwortlich. Ich habe dich und Sebastian gehört. Ich werde es nicht tun. Der Cruciatus-Fluch ist pure Folter. Das weiß ich. Woher willst du das wissen? Der Cruciatus-Fluch wurde mir als Kind beigebracht. Es war quasi Familientradition, Muggel zu foltern. Wenn ich mich weigerte, bekam ich die Qualen des Fluchs selbst zu spüren. Also tat ich, was verlangt wurde. Wenn man selbst Zeuge derart schrecklicher Qualen wird, vergisst man das nie. Unverzeihliche Flüche funktionieren nur, wenn man es wirklich will. Ich wollte diesen Schmerz zufügen und das werde ich mir niemals verzeihen können. Seinetwegen habe ich keine Familie mehr. Du und Sebastian werdet eine andere Lösung finden müssen.
Wenn du Crucio wirkst, wirst du es ewig bereuen. Tja, warum können wir eigentlich nicht alle zu dritt reden? Sebastian? Was machen wir jetzt? Omenis will den Cruciatus-Fluch nicht nochmal wirken. Lächerlich. Als wäre hier zu verenden besser, als diesen elenden Zauber zu wirken. Jetzt kommt es auf uns an. Ich kann dir Crucio beibringen oder es gegen dich wirken. Warte. Du hast nicht erwähnt, dass du auch Crucio beherrschst. Weil ich mir nicht ganz sicher bin. Omenis kennt ihn am besten, aber er lässt uns keine Wahl. Ich will nicht wie Noctor Gaunt enden. Ich glaube, ich schaffe es, wenn es sein muss. Bring mir den Cruciatus-Fluch bei und ich führe ihn an dir aus. Ist alles schlecht. Ich will den Fluch lernen. Am besten wirke ich ihn auf dich. Na gut, wenn du das möchtest, um den Zauber zu wirken, hebe deinen Zauberstab und sage laut und deutlich Crucio. Halte so lange durch, wie du kannst. Kann man den auch einfach im Kampf einsetzen? Okay, der hat auch ein interessantes Symbol. Bereit? Das endet nicht gut. Bereit. Gott sei Dank hält er anscheinend nicht sehr lange. Alles in Ordnung? Der Schmerz. Ich hätte alles getan, damit er aufhört. Aber ich werde es überleben. Gehen wir weiter. Wir haben Rivelia. Das ist Salazar Slytherins Skriptorium. Ein geheimer und geschützter Ort unter Hogwarts, in der Salazar Slytherin viel Zeit damit verbracht hat, verschiedene langfristige Pläne für die Schülerschaft zu machen und über Unstimmigkeiten mit anderen Gründern nachzudenken. Wir sind hier. Unfassbar. Sebastian, Omenis. Hier drüben ist ein Buch. Hast du was gefunden? Geht nur vor. Sag mir, was drin ist. Ich laufe ein wenig herum. Darf ich mal sehen? Okay, ja, gleich. Also ich habe es mal ein bisschen spektakulärer vorgestellt, um ganz ehrlich zu sein. Und für den Raum, den Fluch. Ja, das ist bestimmt gut nach all der Zeit. Und noch eine Seite. Ich fürchte, wir werden nie zu einer Einigung kommen. Ich kann nicht einen einzigen von ihnen dazu bringen, auf die Vernunft zu hören. Ich hatte zu hoffen gewagt, dass Grottris Gedanken im Einklang mit meinen eigenen stehen, dass er versteht, warum das Kaliber des Schülers außergewöhnlich sein muss. Aber er ist der lächerlichen Vorstellung verfallen, dass Muggelstämmige irgendwie genauso fähig sind wie Reinblütige. Er war wütend, als ich meinen Unmut über seine Gedanken zu diesem Thema äußerte. Gedanken, die er noch nicht ausgesprochen hatte. Ich bin die Zwietracht leid und kann die Korridore voller unfähiger Kinder, die sich als Hexen und Zauberer ausgeben, nicht länger mit ansehen. Schweren Herzens weiß ich nun, dass ich von hier fortgehen muss. Ich werde die Kreatur in ihren Kammer im Tiefschlaf versetzen, bis sie von jemandem erweckt werden kann, der meine Ansichten teilt. Ein Nachkomme, der bereit ist, den Schaden rückgängig zu machen, den die anderen so leichtfertig angerichtet haben. Jemand, der die Schule von jenen befreien wird, die Hogwarts nicht würdig sind und die nur dazu dienen würden, mein Erbe zu beflecken. Bin mir ziemlich sicher, was für uns der da meint. So, schau mal. Hier, dein Buch. Was meinst du? Sieht aus wie eine Art Zauberbuch. Das ist unglaublich. Das Eigentum eines Gründers von Hogwarts. Was für eine Ehre. Unglaublich, dass Omenis nie von seiner Tante und ihrer Entdeckung sprach. Was wirst du mit Slytherins Zauberbuch tun? Was ich mit jedem Buch tue? Es lesen. Mit Lehrern als Eltern gewöhnt man sich das schon früh an. Aber das kann ich noch später. Erst sollten wir diesen Raum erkunden. Ach, da gibt's noch mehr. Revelio. Ich will nicht gehen, aber ich stehe in eurer Schuld. Ohne euch verlasse das Skriptorium. Nie so weit geschafft.
Wir hatten Glück. Wir hätten sterben können. Wir dürfen so etwas nie wieder tun. Ah. Kerker von Slytherin. Kommt die anderen auch mit? Die beste Neuigkeit des Tages. Ominous, deine Tante... Okay, Sebastian, alles klar. Bitte. Ich habe das vorhin ernst gemeint. Wir schwören uns jetzt, dass wir schwarze Magie und alles, was damit zu tun hat, nie wieder anrühren. Verstanden. Das mit deiner Tante tut mir wirklich leid, Ominous. Ich schätze, nach allem bin ich dankbar zu wissen, was mit ihr geschah. Danke. Okay, das war ein spannender kleiner Exkurs. Aber ich dachte, es wäre noch ein bisschen größer gewesen da unten. Ach, und wir könnten jetzt da wieder rein. Ach, und so ist vermutlich er dann reingegangen durch diese Tür, oder wie? Okay. Und übrigens meine Katze im Hintergrund. Wie immer. Also, schauen wir mal. Ausrüstung, haben wir da was Neues? Was besser ist? Ja, das hier. Mäntel und Umhänge. Nö, ist schlechter. Schlechter. Alles schlechter. Das heißt, müssen wir mal wieder verkaufen. Wie sieht's mit den Aufträgen aus? Fang eine riesige lila Kröte mit dem Schnappsack. Triff dich mit Poppy Sweeting. Ja, machen wir mit der Kampagne weiter. Außerhalb Weltkarte. Oh, du bist aber weit weg. Dann würde ich sagen, reisen wir mal hier hin. Ah, die Mühle ist schon auch schön. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Servus. Die 2. Dankeschön. So, flieg. Ja, das ist schon viel geiler, also mit dem Besen rumzufliegen. Ich meine, mit dem Besen, das hat natürlich auch was. Aber jetzt ein Hippogreif. Unten könnte man wieder mein Lager auseinandernehmen. Sind da Gegner direkt bei der Straße, wo ich hier bin? Ah, die sind unten. So, runter. Kein Grund zur Eile, mein Schatz. Tschö. Geht es Wolkenschwinge gut? Nati hat mir erzählt, was passiert ist. Ja, alles bestens. Ich passe gut auf Wolkenschwinge auf. Versprochen. Mach dir keine Sorgen, Poppy. Gut. Was auch immer die Wilderer planen, Wolkenschwinge soll nicht in ihre Nähe kommen. Du sagtest, du wüsstest etwas Neues zu den Wilderern. Und dass es mit mir zu tun hätte. Stimmt. Ich habe im Eberkopf was mitbekommen und... Sie haben den Befehl von Victor Rookwood, dich sofort gefangen zu nehmen. Hat das etwas damit zu tun, dass Rookwood und Harlow dich nach dem Trollangriff in den drei Besen belästigt haben? Irgendwie schon. Aber gerade würde ich lieber von dir hören, was die Wilderer noch vorhaben. Sicher. Aber ich hoffe, du sagst mir, wenn ich helfen kann. Vor allem nach dem, was du für Wolkenschwinge getan hast. Sagt dir der Name Hornschwanzhalle etwas? Ich glaube nicht. Warum? Was ist das? Offenbar das bestgehütete Geheimnis der Wilderer. Der Name wurde zweimal genannt, aber sie gingen nie ins Detail. Außerdem habe ich einen von ihnen prahlen hören, wie viel Gold sie verdienen. Sicherlich auf Kosten unschuldiger Kreaturen. Sie haben auch diese Gegend erwähnt und ich dachte, wenn wir uns etwas umsehen, finden wir heraus, was sie im Schilde führen. Wenn du meine Oma triffst, dieser Ausflug hat nie stattgefunden. Keine Sorge, Poppy. Wenn ich deine Oma je treffe, erwähne ich das hier nicht. Normalerweise sage ich ihr alles. Sie ist meine beste Freundin nach Wolkenschwinge, aber sie weiß, was ich von Wilderern halte. Ich glaube, sie fürchtet, ich könnte etwas Törichtes tun. Wie kommt sie denn nur darauf? Hier lang.
Okay, da bin ich wieder da. Und dann folgt mir ihr mal. Oh ja, du rennst. Sehr gut. Danke. Oh. Ein Zentaur. Zentaur, okay. Vorsichtig. Ja, ich glaube, die haben es nicht so mit Gästen. Ein ganzes Schloss und sie möchten ausgerechnet hier lang. Bitte, wir wollen keinen Ärger. Wir müssen nur hier durch. Halten Sie uns für dumm, dass wir nicht merken, wie immer mehr von Ihrer Art herkommen, zusammen mit den Wilderern? Wir sind nicht auf Ihrer Seite. Im Gegenteil, wir wollen Sie aufhalten. Ich hoffe für Sie, dass das stimmt. Unsere Geduld mit den Wilderern und ihren Handlangern wird bald am Ende sein. Das war jetzt gerade besser als erwartet, das Gespräch. Er war durchaus charmant. Es hätte schlimmer kommen können. Absolut. Zentauren mögen Zauberer nicht besonders. Und die Wilderer sind da keine Hilfe. Aber warum hat er geglaubt, wir hätten etwas mit Wilderern zu tun? Ich habe die Wilderer mit einigen Bewohnern von Hogsmeade sprechen sehen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht sind die Zentauren deshalb misstrauisch. Kann ich da mal zu dem Baum da hinten mit der Kiste? Oh. Holy shit. Es ist das dritte Mal, dass ich einen Sumpfkrattler derart erlebt habe. Es scheint, viele Tierwesen sind in letzter Zeit aggressiver als sonst. Das ist mir auch aufgefallen. Fast so, als wäre was im Wasser. Ja, ich will es mal nicht hoffen. Wie seltsam. Was meinst du? Ich weiß nicht, aber sieh dich um. Wenn die Wilderer hier waren, erfahren wir vielleicht warum. Ja, was haben wir denn hier Schönes? Warum haben sie ihre Käfige nicht mitgenommen? Ach, du meinst, dass hier vielleicht mal was aufgetaucht ist? Rauch. Sie können noch nicht lange fort sein. Shit, Ausrüstungsplätze sind voll. Also muss ich Sachen kaputt machen. Schade. Ausrüstung. Wo haben wir denn ein bisschen was? Handschuhe vielleicht. Ja, 60 Gold verloren. 60 Gold verloren. So, nochmal. Naja, gut. Pelze. Arme Tierwesen. Revelio. Ah, da ist noch was. Wie er einfach alles trinkt. Das ist Koboldmetall. Was macht das in einem Wildererlager? Ich sollte Poppy davon berichten. Irgendwas Interessantes? Hier waren Wilderer, eindeutig. Aber ich habe noch etwas gefunden. Es wurde von Kobolden gefertigt. Ich habe Koboldrüstungen gefunden. Suchen wir weiter. Aber vorsichtig. Nur Merlin weiß, was hier vor sich geht. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Was könnte Kobolde und Wilderer zusammenbringen? Schöne Ansicht. Hey, da unten. Ganz klar Wilderer. Ein Kameramodus wäre nicht schlecht. Aber keine Kreaturen. Was machen die denn hier draußen? Sehen wir uns das näher an. Die werden sich nicht freuen, uns zu sehen. Nähern wir uns. Ja, ich würde mal sagen... Moment mal, wo ist kurz... Was wird das einen Effekt haben, wenn schwer ich zu sagen, den von hier verwende? Oben. Sehen wir uns genauer. Kurzio. Protegus. Contrinco. Arresto Momento. Kurzio. Arresto Moment. Hat jetzt nicht so den... Auf. Oh, fuck. Man könnte
meinen, die bewachen hier den Zaubereiminister persönlich. Was geht hier vor? Tja, finden wir es raus. Ja komm, die waren jetzt wirklich... Oh, krass. Ich würde mich mal über einen Drachen freuen. Ausrüstungsplätze sind voll. Ach Mann. Ich muss mehr kaputt machen. Kann ich nicht? Nicht mein Level? Okay, machen wir das mal hier alles kaputt. Nein, das ist besser. Wobei, nee. So. Revelio. Revelio, yes. Das Ganze... Mann, ich muss mal nach Hogsmeade und den Rest verscherbeln. Cool. Was haben wir hier drin? Sag bloß, das ist innen größer als wir draußen. Was bei Merlins Bart? What the fuck? Sind das Drachen? Drachenkampfring. Das ist die Hornschwanzhalle. Das erklärt den Namen und die Heimlichkeit. Kein Wunder, dass die Wilderer so oft in Hogsmeade waren. Sie haben dort sicher Wetten angenommen und Zuschauer angelockt, so voll wie es hier ist. Wie kann man an so etwas Spaß haben? Die Zentauren haben wirklich allen Grund, uns Zauberer zu verachten. Hier müssen noch mehr Drachen sein. Die Wilderer sind zu gierig, um nur zwei Drachen gegeneinander antreten zu lassen. Wir sollten ausnutzen, dass die meisten mit dem Kampf beschäftigt sind und uns umsehen. Aber diskret. Besonders du darfst nicht entdeckt werden. Okay, ich hätte gern so einen Drachen. Das heißt, die muss jetzt hier unsichtbar werden. Oh, eine sehr gute Idee. Schade, also ich hätte ja auch alle fertig gemacht. Was hat sich dabei gedacht, mit ihnen geschehen? Hast du von deiner Familie gehört? Hat sich einer deiner Brüder mittlerweile besonnen? Treten sie uns bei? Ach Mann, die stehen direkt bei einer Kiste. Dass wir mit Gewalt nicht bekommen, was wir wollen. Ich sage, wenn auch der letzte Zauberer erdolcht ist, dann habe ich mit Gewalt genau das bekommen, was ich will. Scheiße, er sieht mich. An ihrer Seite zu arbeiten. Ach, nee. Rookwoods Nähe. Abscheulich. Nicht mehr lange. Bald stehen wir nicht. Willst du dich vielleicht mal umdrehen? Sie werden für ihre Taten bezahlen. Muss ich überhaupt hin? Ah doch, da vorne irgendwo hin. Du hast gar nichts gesehen. Ach, was soll's. Kurz hier. Okay, das war ja einfach. Dann kann ich ja jetzt an die Kiste ran. Nice! Okay. Schade ums Geld. Du bist besser. Ich mach mal kaputt. Wo haben wir noch? Kopfbekleidung. Oh, da haben wir einiges. Das ist alles schlechter. Scheiße, 150. Vielleicht macht es Sinn, wenn ich nur die billigen Sachen kaputt mache. 60. 90. Na komm, machen wir mal alles kaputt hier. Dann habe ich erstmal eine Ruhe. Achso, halt. Einmal mitnehmen. Was war da? Oh. Gold. Ja, immer gerne. Was wettet man, dass wir gegen Drachen kämpfen müssen? Och nö. Ach, die Armen.
Privilegium. Oh, da sind ein paar Leute. Hast du die Kobolde gehört? Ranrock und die Wilderer arbeiten zusammen. Poppy, da ist etwas hinter dir. Was? Ach so, ja, okay. Was passiert da unten? Sie müssen sie gerade gefangen haben. Sie wehrt sich ziemlich heftig. Nicht gerade ein fairer Kampf, wenn sie so angekettet ist. Greifen wir ihr unter die Flügel. Wird die dann nicht uns auch angreifen? Weiß ich, wie schlau das ist. Sieh nur, die haben ein Drachenei. Ein Hybride, wie es aussieht. Wir können es nicht hier lassen. Die haben sicher nichts Gutes damit vor. Revelio. Zuerst, weil ich mal hier eine ganz... Ah, lauf doch bitte nicht so langsam. Oh, danke schön. Erstmal die ganzen Sachen hier mitnehmen. Hä? Ja, lol, ein Apfel. Hallo, Homura. Oh, ich hätte so gern meinen eigenen persönlichen Drachen. Moment, war das? Wo ist es? Da ist es. Perfekt. Gut. Nice. Ich habe das Ei. Bereit? Das Überraschungsmoment verschafft uns nur ein paar Sekunden. Dann nutzen wir sie. So, oh, wie macht man das jetzt am blödesten? Ah, das mit dem Crucio ist irgendwie nicht so geil. Warte mal. Nee, okay, lass mal drin. Nice. Okay, Maus. Nice. Waren das jetzt alle? Oh, wer bist du? Dich suchen wir doch. Und du hast eine Freundin dabei. Oh, Formwandler. Also die Kämpfe gehen halt schon echt voll ab hier. Fuck, fuck, fuck. Auli. Nein, ah, ich tapp immer wieder raus. So, komm her. Finisher. Ja, mit was denn? Das vielleicht? Oder das da? Ja, Moment. Holen wir die vier hier. Ich glaube, das ist ein Fehler. Das war keine gute Idee. Sag ich doch.
Aber da hinten sind ja noch mehr Drachen. Ich glaube, wir sollten hier verschwinden. Aber die ganzen anderen Tiere. Oh, schau die. Ein bisschen Kollateralschaden. Das war ein schwarzer Hybride. Das Ei in unserem Besitz gehört wohl dem Drachen. Sie wusste sicher nicht, dass sie es hatten. Ansonsten wäre sie nie gegangen. Was jetzt? Sie hat uns ja keine Einladung gegeben. Ich weiß es nicht. Heute kam alles anders als erwartet. Erst die Kobolde, dann der Kampfring. Und ein Drachenei ist das Letzte, mit dem ich gerechnet hatte. Und die Wilderer haben uns gesehen. Das ist nicht gut. Was ist, wenn wir das Ei behalten? Da das Drachenweibchen weggeflogen ist, können wir das Ei behalten? Besser wir als die Wilderer. Zumindest vorerst. Aber ich finde nicht, dass wir es dauerhaft behalten sollten. Vor Professor Weasley können wir es jedenfalls nicht ewig verstecken. Na gut, dann haben wir mal ab. Auch nicht. Bringen wir uns in Sicherheit, dann besprechen wir alles. Stimmt. Wenn die Wilderer etwas können, dann ihre Beute aufspüren. Und im Moment sind das wir. Pass auf, ja? Wir sehen uns dann später im Schloss. Verschwindest du jetzt auch ganz einfach? So wie der anderen. Ach nee, du gehst ganz einfach. Cool. Und ein Talentpunkt. Zerschlitze einem baumelnden Sumpfkrattler. Ach nö. Also, Aufgabenlog. Was sagst du? Aufträge. Wir müssen das hier machen. Transcendative. Warte mal. Fange eine riesige Liederkröte mit dem Schnappsack. Kriege ich Bombarder und Flipendo. Das mit den Kampfpflanzen. Verlorene Kind trifft dich in Lower Hogsmeade mit Netty. Wieder zu Albi Weeks zurück. Da hat es bestimmt eine Eule oder so. Wir gehen jetzt mal nach Hogsmeade. Wir werden nochmal ganz kurz die Sachen verkaufen. Irgendein Shop in der Nähe. Ja, nutzen wir den Punkt hier. Und dann würde ich mal sagen, mache ich mal die Aufgaben. Mal führen alle Wege. Zeit, dass Sie den Verwandlungszauber lernen, nachdem Sie die nötigen Aufgaben erfüllt haben, die nützlich sein werden, um Ihr Handbuch zu vervollständigen, besuchen Sie meinen Unterricht. Danach besprechen wir Ihren bisherigen Fortschritt. Alles klar. Na, wonach suchen Sie heute? Ich möchte ehrlich gesagt verkaufen. Gegenstand verkaufen, dankeschön. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Zweimal Schal, 44. Eigenschaftsbettstufe 2, weil ich dich mehr verkaufen. Oh, und dich doch. Ich hab da was Besseres. Ja, schau dir eigentlich, dass das Inventar ein bisschen knapp bemessen ist. Oh, und tschüss. Das war's. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Was ist denn das für Aufgabe von der Miss? Sammle die Handbuchseite zum unterirdischen Hafen. Findet die Handbuchseite im Buch Verwandlung, die Zwischenstufen in der Bibliothek. Okay. Ja. Eine heile Katze im Hintergrund. Da werde ich mal die Sachen machen. Und dann mal schauen, bis dann. Also, schieße Professor Weasley ist Aufgabe weg. Ja, okay. Ja, dann mache ich die mal.
ein bisschen sammeln und kaufen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da und vielleicht einen Kommentar unten. Und bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.